Also dann sage ich auch von mir schnell guten Tag und herzlich willkommen zur Verleihung des Nationalen Integrationspreises der Bundeskanzlerin. Schön, dass Sie auch da sind. Und ja, es ist immer wieder ein besonderer Anlass. Ich darf das zum dritten Mal machen. Diesen Preis gibt es insgesamt seit 4 Jahren schon, um diejenigen zu würdigen, die ja wirkungsvoll und nachhaltig sich um die Integration von Migrantinnen und Migranten in diesem Land kümmern. Und in diesem Jahr ist der Themenschwerpunkt Frauen stärken. Und wir werden auch gleich von allen Projektvertreterinnen und Vertretern hören, um welche Projekte es geht. Aber wir haben es gehört, die Kanzlerin hat wenig Zeit. Und deswegen begrüßen wir Sie ganz herzlich und bitten Sie um Ihr Grußwort, Frau Dr. Angela Merkel. Ja, danke. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich wenig Zeit habe. Ich glaube, wir haben ja auch Zuschauer im Livestream, sondern es geht darum, dass ich aus Gründen der Vorsicht mich nicht zu lange mit so vielen Menschen jetzt gerade aufhalten wollte, weil wir ja in Berlin auch eine spezielle Lage haben und insbesondere in Berlin-Mitte eine spezielle Lage. Und ich habe schon einmal 14 Tage Quarantäne gemacht. Das muss nicht jede Woche sein, sagen wir mal so. Und ich möchte ja auch handlungsfähig bleiben. Mit im Livestream ist jemand, der eigentlich heute hier sein wollte, nämlich Sami Khedira. Der sitzt in Quarantäne mit Juventus Turin. Den werden Sie heute noch an verschiedener Stelle hören, aber wir grüßen ihn erstmal ganz herzlich von hier. Und ich begrüße Sie natürlich alle, die Sie heute hergekommen sind. Es wären gern noch ein paar mehr Menschen heute da gewesen, aber wir mussten das schon vorher ein bisschen reduzieren. Und deshalb hoffe ich, dass wir dann eines Tages auch wieder unsere Preisverleihung in größerer Runde machen können. Aber Sie, liebe Nominierte, sind natürlich ganz besonders herzlich willkommen. Es wird nachher noch einen kleinen Film geben, das haben wir alles ein bisschen umgestellt, der nochmal zeigt, was so geleistet wurde. Und es geht ja in diesem Jahr um Initiativen für Mädchen und Frauen. Und das sind ganz besondere Initiativen, denn ich glaube, wir können sagen, es gibt keinen Erfolg ohne Frauen. Der Satz kommt nicht etwa von mir, sondern von Kurt Tucholsky. Und ich kann ihm nur zustimmen. Und das gilt auch für die Fragen der Integration. Wenn sich Frauen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland zu Hause fühlen, wenn sie unsere grundlegenden Werte teilen, dann haben es natürlich auch die Kinder oft leichter, hier heimisch zu sein, Anschluss zu finden und sich gut zu entwickeln. In der Integrationsarbeit, können wir sagen, stellen Frauen die Mehrheit dar. Sie engagieren sich vor allem ehrenamtlich für die Integration, wie das ja auch die nominierten Projekte heute hier zeigen, aber glücklicherweise auch hauptamtlich und politisch. So waren und sind bislang 6 von 7 Integrationsbeauftragten des Bundes Frauen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unsere Staatsministerin dann auch noch mal extra ganz herzlich zu begrüßen und ihr vor allen Dingen für ihr Engagement zu danken. Sie hat nicht nur das hier alles vorbereitet, sondern arbeitet ganz täglich und darüber hinaus für den Gedanken der Integration und für den Gedanken des Miteinanders. In den jeweiligen Berufsbereichen leisten Frauen natürlich auch wertvolle Integrationsarbeit, wenn ich in diesen Tagen nur mal an die Kitas denke, an die Schulen denke, an die prägenden Begegnungsstätten, was das alles für Kinder bedeutet, wem sie da gegenüberstehen, wen sie treffen, wer auf sie einwirkt oder nicht auf sie einwirkt. Davon hängt so viel für das gesamte Leben ab, neben dem Elternhaus, dass man das gar nicht hoch genug schätzen kann und das natürlich auch gerade in diesen Zeiten von Corona, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen und vieles wird zusätzlich zu der normalen Arbeit geleistet, auch das muss man sagen, und wir wissen, dass das auch in Zukunft auch materiell von der Gesellschaft noch besser wird gewürdigt werden müssen. Wir haben jetzt viel bei der Pflege getan, wir haben bei den Erzieherinnen einiges getan, aber das wird sich fortsetzen müssen. Nun ist aber auch wirklich Integration und auch Gleichberechtigung nicht ohne Männer zu machen. Ich finde, die Männer sind sowieso zu sehr im Schatten der ganzen Gleichberechtigungsdebatte. Und ich kann Ihnen berichten, dass ich jetzt einen belgischen Kollegen habe, einen neuen Premierminister von Belgien,
der ein Buch geschrieben hat, wie der Feminismus zur Befreiung der Männer beiträgt. Und das ist ein Blickwinkel, ich habe mich mit ihm kurz darüber unterhalten, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb können wir nur sagen, Integration wird nur gelingen, wenn Frauen und Männer letztlich gemeinsam dabei sind. Herr Weiser hat ja in langjähriger Arbeit stellvertretend für viele andere, ich will jetzt nicht andere unter den, das, die Arbeit anderer nicht unter den Teppich kehren, aber vieles dafür auch geleistet. Und deshalb will ich einfach zum Schluss sagen, gleich welchen Geschlechts, ich danke allen, die sich für diese Arbeit des Zusammenhalts einsetzen. Und wir wissen ja, wie umkämpft auch der Gedanke der Integration ist, weil die Frage, wie lange muss ich mich integrieren, damit ich mal dazugehöre, eine ist, die wir jetzt auch Gott sei Dank etwas öfter miteinander besprechen. Also der Gedanke des Zusammenhalts aller, die bei uns leben, ist eben einer, der ganz wichtig ist. Wir wissen, dass wir leider in keiner idealen Welt leben und dass Rechtsextremismus, Rassismus, Hetze, Angriffe leider heute zum Alltag gehören. Und viele von Ihnen haben das sicherlich bei der Integrationsarbeit in ganz besonderer Weise auch gesehen. Wir haben aus dem letzten Integrationsgipfel die Schlussfolgerung gezogen, dass wir einen besonderen Kabinettausschuss zum Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus brauchen. Und wir haben jetzt in einer Anhörung auch bereits mit den Vertretern der Gesellschaft darüber gesprochen, worum es wirklich geht. Und da gibt es natürlich Bereiche, da muss die Justiz handeln, das ist vollkommen klar. Aber es gibt eben auch sehr viele Bereiche, wo wir präventiv arbeiten müssen, wo wir Einstellungen verändern müssen. Und genau darum wird es jetzt auch in unserer nächsten Sitzung, die noch im Oktober stattfindet, gehen. Und deshalb möchte ich Ihnen auch danken, weil ich mal vermute, dass viele von Ihnen eine Geschichte darüber erzählen können, was Ihnen schon im Leben zugestoßen ist, weil Sie entweder sich für Integration eingesetzt haben, selber eine Migrationsgeschichte haben. Aber wir wissen leider auch, wenn wir jetzt an Frau Reker denken, pass pro toto, was viele Kommunalpolitiker zu erdulden, zu erleiden haben und wie schwer es heute oft ist, sich gegen diese Kräfte zur Wehr zu setzen, weil einfach da ganz hart, menschenverachtend und brutal argumentiert wird, Menschen in Angst und Schrecken versetzt werden sollen. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Ja, nun stellt uns Corona nochmal vor ganz besondere Aufgaben. Viele, für die Spracherwerb zum Beispiel verbunden ist mit Kita und Schule, mussten monatelang zu Hause sein. Und wir haben ja festgestellt, dass der Digitalunterricht noch nicht so funktioniert, wie ich mir das eines Tages vorstellen würde für zukünftige Dinge. Nun konnten wir auch vielleicht nicht voraussehen, vor welcher Herausforderung wir mit so einer Pandemie gestellt sind. Aber es ist schon so, dass wir vieles verbessern müssen, aber dass uns auch gerade in dieser Zeit bewusst wurde, wie wichtig Präsenzunterricht und Präsenz in Kitas ist. Ich habe jetzt mit vielen Kultusministern gesprochen, wir können noch so tolle digitale Bildung machen. Man muss ganz realistisch sein, einen Teil der Schülerinnen und Schüler erreichen wir nur, wenn wir sie wirklich auch präsent haben. Das heißt also, wir wissen, auch da sind jetzt besondere Belastungen für die Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Ich wäre jetzt normalerweise darauf gespannt, was die Jury alles so rausgefunden hat. Das werde ich vielleicht ein bisschen noch im Livestream mir angucken, wenn ich gleich wieder weggehe. Bin aber natürlich besonders traurig, dass ich den Integrationspreis der Bundeskanzlerin heute nicht selber verleihen kann, sondern nur, was Sie ja schon wissen, sagen kann, dass es an Frau Bien Al-Hassan geht. Wo ist sie eigentlich? Ah, hallo. Das wird nachher noch sehr gewürdigt werden, aber jetzt erst einmal ist es dann das Projekt Lernen mit Bien. Und ich habe Annette Wiedmann-Mortz gebeten, das in meinem Auftrag dann zu übernehmen. Aber Sie dürfen wissen, dass ich Ihnen ganz herzlich gratuliere und das sehr schön finde, dass ich Sie auszeichnen darf. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch eine schöne
Preisverleihung und übergebe wieder zurück an Frau Zervakis und Sie nehmen meinen leeren Platz, so als wenn ich da noch sitzen würde. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen, dass es ohne diese Kanzlerin diesen Preis gar nicht gegeben hat. Und ich finde, das, was Sie gesagt haben, ich kann vieles aus meiner eigenen Erfahrung sagen, kann man einfach nur Danke sagen, dass es das gibt, um diese Projekte auch zu würdigen. Und von daher herzlichen Dank. Ja, genau. Also es geht darum, erfolgreiche Integrationsarbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und alle, die jetzt zuschauen, wir können nur sagen, mitmachen, nachahmen ist erwünscht, um sozusagen die positiven Signale in den Vordergrund zu stellen und das, was negativ immer wieder auffällt, dass wir davon immer weniger haben. Und deswegen bitte ich jetzt die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration um ihr Grußwort. Bitte begrüßen Sie Frau Annette Wittmann-Mautz. Ja, vielen Dank, Frau Zervakis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zur Preisverleihung des Nationalen Integrationspreises. Ich bedauere, wie wir alle, dass wir diese Veranstaltung in Corona-Zeiten nicht in der üblichen Form durchführen können und wir heute hier in kleinerer Runde sind. Aber auch ein Livestream gibt uns die Möglichkeit und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die uns virtuell folgen, dass wir dieses beispiellose Engagement, das in Deutschland im Namen der Integration an den Tag gelegt wird, dass wir ihm einen großen Rahmen geben, dass wir das Engagement sichtbar machen. Und dafür herzlichen Dank zunächst mal an alle Nominierten. Ich begrüße Sie ganz besonders herzlich, insbesondere diejenigen, die sich zugeschaltet haben. Die Bundeskanzlerin hat gerade eben den Schwerpunkt des diesjährigen Preises und damit auch die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements für gelingende Integration klar herausgestellt und sie hat uns schon auf die Preisverleihung eingestimmt. Direkt im Anschluss werden wir einen kurzen Einblick in die beeindruckenden Projekte der Nominierten erhalten und auch ein wenig die Jury bei ihrer Arbeit erleben, zumindest so, wie sie diesen Preis dann auch vorbereitet hat. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Weise und allen Jurymitgliedern für Ihre Entscheidung, die Sie wieder einmal mit großer Souveränität, aber vor allen Dingen mit großem Sachverstand und viel Herzblut und Engagement getroffen haben. Das ist eine ehrenvolle, eine verantwortungsvolle Aufgabe und dafür danke ich Ihnen ganz besonders. Während Sie sich untereinander sagten, es könne nicht getan werden, wurde es von anderen getan. Dieses Zitat stammt von Helen Keller, einer gehörlosen und blinden US-amerikanischen Schriftstellerin, die bis zu ihrem Tod im Jahr 1968 sich insbesondere für Frauenrechte stark gemacht hat und sich auch mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung solidarisierte. Ich freue mich, dass hier vor Ort und auch im Livestream heute viele Menschen zusammenkommen, die auch nicht zögern und die auch nicht zaudern, sondern mit ihrer positiven Grundhaltung durch ihr Tun und durch ihr Handeln ganz konkret ihren Beitrag für ein funktionierendes Zusammenleben in unserer Gesellschaft leisten. Sie handeln und ihr Erfolg wird zum persönlichen Erfolg von Dritten. Mit Ihren Ideen, mit Ihren Taten helfen Sie zugewanderten Menschen dabei, ihr Potenzial in Deutschland auch entfalten zu können. Und das ist großartig, nicht nur für diejenigen, die Sie ganz unmittelbar unterstützen, sondern es ist großartig für uns alle, für unsere ganze Gesellschaft. Denn jedes einzelne Projekt ist etwas ganz Besonderes. Es ist einzigartig und es ist inspirierend. Sie leisten damit Herausragendes und dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Danke für Ihr Engagement, danke für Ihre Kreativität und danke dafür, dass Sie ein positives Zeichen für Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung in unserer Gesellschaft
senden, das ist auch in diesen Zeiten ganz besonders wichtig. Es ist nämlich wichtig für alle Menschen, aber eine besondere Bedeutung haben am heutigen Tag ihre Angebote für Frauen mit Einwanderungsgeschichte. Denn Frauen mit Einwanderungsgeschichte sind noch immer öfter arbeitslos. Sie erreichen niedrigere Schulabschlüsse im Vergleich mit den Frauen, deren Familien seit Generationen in Deutschland leben. Sie partizipieren viel seltener als Männer an Maßnahmen für Bildung, für Ausbildung, Arbeit oder Weiterqualifizierung. Und damit ist auch ein höheres Armutsrisiko verbunden und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Was ist die Folge? Wir müssen Frauen gezielt unterstützen durch mehr Beratungsangebote, die sich speziell an Frauen richten. Und gerade mit der Online-Beratung können wir Frauen besser erreichen. Wir setzen deshalb im Rahmen des nationalen Aktionsplans zum Beispiel auf eine digitale Offensive bei allen Integrationsmaßnahmen. Entscheidend für viele, wenn nicht die meisten Frauen, ist auch Kinderbetreuung. Dafür braucht es überall im Land ausreichend Kita-Plätze, geeignete Betreuungsangebote, nicht nur in den großen Städten, auch im ländlichen Raum. Liebe Nominierte, Ihre Projekte adressieren genau diese Punkte. Sie haben die Herausforderungen nicht nur erkannt, sondern Sie greifen sie mit ganz unterschiedlichen, aber jeweils sehr wirksamen Ansätzen und Maßnahmen gezielt auf. Wir haben zahlreiche Arbeitsmarkt- und Bildungsprojekte dabei, aber auch Projekte zur gesellschaftlichen Integration, wie zum Beispiel dem Sport. Wir haben herausragende Einzelpersonen, die anderen Vorbild sind, und wir haben beeindruckende Teamleistungen heute hier in unserer Runde vereint. Beim Thema Frauen stärken sehen wir den nominierten Personen und Projekten natürlich viele ganz starke Frauen an der Spitze. Aber mir sind auch ganz besonders beeindruckende Männer aufgefallen in ihren Projekten. Die Aktivitäten und Maßnahmen beziehen Mädchen und Frauen in den verschiedensten biografischen Phasen mit ein. Es sind Kinder, es sind Jugendliche, junge Frauen, aber auch Erwachsene, auch lebensältere Frauen. Manche der Angebote sind stark auf ein Spezialthema fokussiert. Andere sind wiederum sehr breit im Ansatz und arbeiten mit übergreifenden Netzwerken. Ich freue mich sehr über die große Bandbreite Ihres Engagements. So verschieden Ihre Projekte und Ihre Ideen auch sind, Sie haben doch alle eines gemeinsam. Sie sind in höchstem Maße hilfreich. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit, bei Ihren Projekten auch weiterhin viel Erfolg, persönlich und für die Arbeit, die Sie im Ehrenamt hier an den Tag legen. Menschen wie Sie lassen unsere Gesellschaft ja sinnbildlich zusammenrücken. Und da kommen auch kein Virus und keine Abstandsregel gegen an. Menschen wie Sie schaffen Verbindungen, geben Orientierung. Sie tragen durch Ihre Vorbildfunktion dazu bei, dass tagtäglich mehr Menschen werden zu denen, die handeln. Ganz im Sinne von Helen Keller. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Und jetzt gebe ich zurück an Frau Zervakis, aber ich glaube, wir ahnen schon, was jetzt kommt. Ja, genau. Also vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ja genau. Ich sag mal kurz, wie es mir geht. Hier zu sitzen ist irgendwie so absurd und gleich, wie so ein Traum quasi, weil man irgendwie denkt, so kneift mich mal einmal ganz kurz. Das muss ich mal einmal kurz von mir loswerden. Alles gut. Ich hoffe, es geht Ihnen allen auch ähnlich. Ich finde, ja, es gerade sind so Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, gerade ich, die das ansagt. Und dann sitzt man hier und denkt, okay, also das nur mal so. Ich bin genauso aufgeregt wie Sie. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie die Jury gearbeitet hat. Es gab 24 Vorschläge und es wurde ausgesucht nach Kriterien wie Nachhaltigkeit, Intensität des Engagements, Übertragbarkeit, Innovativität oder Wirkungsgrad des Projektes. Und wie dieses Gremium gesessen hat und diskutiert hat, das schauen wir uns jetzt mal an.
Aus meiner Erfahrung in der Bundesagentur und im Bundesamt ist klar bestätigt, dass Frauen für die Integration der Familie der Menschen ganz hohe Bedeutung haben. Sie haben Auswirkungen auf die Kinder in der Sprache, mit der sie zu Hause sprechen. Sie haben viel Einfluss auf den gesamten Familienbereich. Und wir wissen, wenn wir die Frau ansprechen können und diese in Deutschland kommunizieren und leben kann, dann haben wir die ganze Familie gewonnen. Unter den 10 besten Projekten, die nominiert waren für den Integrationspreis 2020, findet sich auch ein Projekt der Hochschule Kaiserslautern. Hier geht es darum, gezielt Frauen und Akademikerinnen aus MINT-Berufen zu screenen, anzuwerben und in der Hochschule nochmal zu qualifizieren für den deutschen Arbeitsmarkt. Das Projekt Lisan, wo es um Männer geht, die sich für die Gleichberechtigung und gegen patriarchalische Strukturen engagieren, vor allem gegen Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, das halte ich für enorm wichtig. Vor allem, weil hier nicht nur um Frauen geht, sondern auch um Männer, die als Vorbild andere Männer in der Community erreichen. Integrated V wurde im Jahr 2010 von Frau Cicci gegründet. Sie selbst ist eine sehr erfolgreiche Medizinerin mit Migrationshintergrund und sie strebt danach, andere Menschen mit Migrationshintergrund zu motivieren, zu einer hohen Ausbildung, zu einer hohen Bildung und auch aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, trotz Schwierigkeiten und Hindernissen etwas zu erreichen. Es gibt das Projekt Lernen mit Bijing, eine junge Frau aus Syrien, die 2014 nach Deutschland gekommen ist, sich selber die Sprache, die Bildung, alles erarbeitet hat und es heute über Facebook-Gruppen an andere weitergibt. Frau Yumiko Hameda arbeitet im Sportverein Eidelstedt in Hamburg. Sie lehrt Mädchen und Frauen über den Sport, über ihr gesellschaftliches Engagement, Erfolg im Arbeitsleben zu generieren. Eines der Projekte, die nominiert sind für den Integrationspreis 2020, ist das Projekt Permenti aus Dortmund. Hier geht es darum, qualifizierte geflüchtete Frauen und Migrantinnen in Deutschland entsprechend ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren. Ist die Polizeikommissarin Jelderen, eine Polizeikommissarin aus Hamburg, die enorm viel beigetragen hat, dass der Zahl der Polizeibeamter mit Migrationshintergrund in Hamburg steigt. Und sie macht sich stark tagtäglich in ihrer Arbeit für die Vermittlung von interkultureller Kompetenz bei der Polizei. Ein Projekt, was uns besonders imponiert hat, ist das Projekt von Frau Sarah Husseini Massoum. Das ist eine aus dem Iran zugewanderte Ingenieurin, die ein Vorbild ist, ein Role Model für alle Frauen in MINT-Berufen. Sie arbeitet im Ostthüringischen in einem Handwerksbetrieb und lehrt dort durch den Erfolg, den dieser Betrieb hat, welche Wettbewerbsvorteile es hat. Der nächste Verein ist der Berami Berufliche Integration e.V. Der Verein unterstützt nicht nur ein Projekt, sondern hat zahlreiche Projekte, die sie aktiv begleiten und deswegen auch in unsere Top 10 mit aufgenommen worden. Der Verein widmet sich seit 1990 der Beratung von Frauen mit Migrationshintergrund und in den letzten Jahren ist das Angebot auch erweitert worden auf Männer. Ich freue mich, das Projekt TÜNEPS international vorzustellen, ein Projekt, bei dem Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern in ihrer Sprache über Deutschland informieren. Ja, da kann man nur applaudieren an alle. Und ich würde mir solche Meldungen auch öfter in der Tagesschau wünschen und weniger die schlechten Seiten. Also es gibt so viel Mut, das zu sehen, das nur jetzt auch nochmal wieder von meiner Seite. Insgesamt gab es
43 vorschlagsberechtigte Institutionen, die in diesem Jahr Projekte vorschlagen durften. Und wer aufmerksam die Jahre verfolgt hat, wird merken, oh, es sind einige dazugekommen, unter anderem das Deutsche Studentenwerk und der Deutsche Volkshochschulverband. 10 Projekte hat die Jury rausgesucht. Übrigens, der Gewinner bekommt 10.000 Euro. Das kann man ja ruhig auch mal an dieser Stelle erwähnen. So, und um welche Engagements es konkret geht, erfahren wir jetzt von den Projektvertreterinnen und Vertretern. Es ist so ein bisschen wie bei Dalli Klick früher. Jeder hat 60 Sekunden Zeit. Ab jetzt, nein. Also, es geht los mit Frau Ümehan Çiftçi als Gründerin von Integrator e.V. Jetzt auf den roten Knopf drücken, ganz kurz. Geschafft, okay. Meine Eltern kommen aus den einfachen Verhältnissen aus dem Osten der Türkei. Ihnen blieb der Zugang zur Bildung größtenteils verwehrt. Gemäß meiner Grundschullehrerin war die erforderliche akademische Voraussetzung und Unterstützung von zu Hause aus nicht gegeben und damit auch die Empfehlung aufs Gymnasium nicht empfohlen. Aber genau mit dieser Unterstützung von meinem Zuhause ist der unerreichbare Traum vom Medizinstudium mittlerweile Realität geworden. Ich bin heute Assistenzärztin in Weiterbildung in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie in St. Gallen. Ja, Integration hängt ab von Bildung und Sprache, aber dazu gehört auch Glück und Zufall. Meine Eltern, ich bin sehr dankbar, dass ich genau in diesem Elternhaus aufgewachsen bin. Denn meine Eltern standen jeden Morgen zu mir und haben mir deutlich gemacht, dass ich an meine Träume verwirklichen kann. Ich war umgeben von Menschen, die an mich geglaubt haben. Bildung bedeutet auch Verantwortung. Deshalb wollte ich was zurückgeben und gründete ich den Verein, mittlerweile 10 Jahre her, Integrator. Junge Migranten, mittlerweile 190 Migranten, setzen sich für die Idee von Integrator ein. Tagtäglich versuchen sie mit ihren persönlichen Geschichten ihre Hindernisse zu erklären und aufzuzeigen, wie sie diese überwunden haben, um jungen Migranten Mut zu machen, an ihre Träume zu glauben und an denen festzuhalten. Damit Sie alle möchten dazu beitragen, dass die Menschen, denen sie helfen wollen, das Leben wieder selbst in die Hand nehmen, sodass aus Ungewissheit Gewissheit, aus Unfreiwilligkeit Freiwilligkeit und aus Träumen junger Menschen Realität wird. Dann haben wir als nächste Frau Yumiko Haneda für ihre Integrationsarbeit beim SV Eidelstedt in Hamburg. Danke. Also ich bin sehr dankbar, dass uns durch dieses Projekt die Möglichkeit geboten wurde, den Sport als Grundlage zu nutzen, um also inzwischen über den Sport hinausgehende Integrationsarbeit zu leisten. Und wenn man mal betrachtet, wir haben begonnen mit niedrigschwelligen Sportangeboten und inzwischen liegt unser Schwerpunkt darin, Trainerinnen zu qualifizieren und auch Betreuerinnen in unseren Ganztagsschulen zu integrieren, also tatsächlich die berufliche Integration. Es ist so ein bisschen wie beim Mannschaftssport. Die Vielfalt der Talente, der Ideen machen das Team aus, stärken das Team und führen dementsprechend auch zum Erfolg. Und es ist die enge Kooperationsarbeit mit unserem mittlerweile sehr großen Netzwerk, mit den Teilnehmerinnen, die wir mittlerweile sehr intensiv teilhaben lassen und den Übungsleitern, die dafür sorgen, dass unsere Ideen überhaupt in die Praxis umgesetzt werden können. Nur dadurch konnten wir diese Projekte auf die Beine stellen und haben festgestellt, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können als allein. Dann habe ich hier als Nächste stehen Frau Barbara Wenzel für das Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft und die Krone Bildungszentren NRW mit Permenti. Ja, also unser Ziel ist es, qualifizierte geflüchtete Frauen und Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt
in ihrem Berufsfeld vorbereiten, zu bereiten. Weil wir festgestellt haben, dass ganz, ganz viele Frauen Ingenieurinnen sind, Lehrerinnen sind, Erzieherinnen und nicht in ihrem Beruf arbeiten können, weil immer ein kleiner Schritt dazwischen fehlt. Und interessanterweise sind das oft Frauen, die über 27 sind. Ja, das sind oft Frauen, wir haben Frauen bis 40, 45 Jahre, die gerne in ihrem Beruf arbeiten möchten, die hochqualifiziert sind, hochspezialisiert sind, aber hier keinen Zugang bekommen. Und genau das versuchen wir, indem wir sie coachen, indem wir mit einem breiten Bündnis arbeiten. Also wir sind nicht nur Krone Bildungszentren, wir sind auch das Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft, das Gleichstellungsbüro der Stadt Dortmund, die IHK, die uns ganz viel unterstützt und viele ehrenamtliche Expertinnen und die Frauenverbände. Also zum Beispiel, als wir Corona hatten, haben die Frauenverbände uns Laptops gespendet, sodass wir mit den Frauen weiterarbeiten konnten und sie nicht in dieses Loch fielen, dass plötzlich der Sprachschatz plötzlich versiegt. Und wir haben festgestellt, gerade für Frauen war das besonders gut, während sie vorher manchmal zu Gruppenangeboten nicht kommen konnten, waren sie dann immer da. Also von daher, dieses auch wieder, wie Frau Dingser schon sagte, dieses Netzwerk, das macht's und das bringt dann auch den Erfolg. Dann Frau Rosina Walter für Projekte des Berami Berufliche Integration e.V. aus Frankfurt am Main. Ja, danke schön. Ich bin sehr dankbar, Berami Berufliche Integration hier vertreten zu dürfen. Berami steht für Anerkennung, Respekt und Vielfalt. Wir, 46 Frauen, 2 Männer, 18 Nationen mit 18 Sprachen, unterstützen vornehmlich Frauen in Frankfurt. Die Frauen kommen aus aller Welt bei der Entwicklung einer nachhaltigen beruflichen Perspektive. Dabei leiten uns 2 Kerngedanken, nämlich die Integration von Zugewanderten gelingt nur dann, wenn sie sich als anerkannten Teil der Gesellschaft sehen, diese mitgestalten und ihre Mitwirkungs- und Mitspracherechte kennen und nutzen und eine gelungene qualifikationsadäquate Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht Einflussnahme und gleichberechtigte Teilhabe. Und in diesem Sinne bieten wir seit 30 Jahren mittlerweile Beratung, Qualifizierung, Mentoring und Projekte zur gesellschaftlichen Partizipation an und stehen damit ein für eine offene, solidarische Gesellschaft, für Demokratie und für Zusammenhalt. Dankeschön. Und dann bitte ich als nächstes Sarwa Sada vom Kulturgut im Landkreis Tübingen mit TUNews International. Liebe Linda Zevakis. TUNews, ne? TUNews. TUNews. TUNews International. Doch. Ja, genau. Liebe Linda Zevakis, im Grunde genommen machen wir das Gleiche wie Sie. Wir machen tägliche News, aber nicht nur auf Deutsch wie Sie, sondern zusätzlich noch auf Arabisch, Dari und Englisch. Ich weiß ja nicht, wie die Frauenquote in Ihrer Redaktion ist, Frau Zevakis, oder in Ihrem Haus, Frau Wiedmann-Mautz, aber bei uns, TUNews International, brauchen wir sowas nicht, weil wir schon 70% Frauen sind. Dankeschön. Dann habe ich jetzt hier als nächstes stehen Frau Sarah Husseini Massoum, Ingenieurin im ostthüringischen Handwerksbetrieb Sicherheitstechnik Liebing und Bese. So, jetzt. Vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, mein Projekt vorzustellen. Mein Projekt Digitalisierung und Integration Hand in Hand bedeutet für mich die während meines Studiums im Iran erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse hier mit einbringen und mit den technischen Anforderungen im deutschen Handwerksbetrieb verknüpfen kann. Zuge dieses Projektes soll 2 Ziele erreicht werden. Zum einen soll die Qualität der Arbeit durch den neu geschaffenen Prozess verbessert, optimiert und die an neuen Anforderungen an die elektronische Sicherheitstechnik bei gleichzeitiger Kosteneinsparung angepasst werden. Das zweite Projektziel hängt mit meinen Tätigkeiten im Unternehmen als Ausbilderin zusammen. Das Thema Fachkräftemangel im Handwerk wird auch aktuell bei uns
immer deutlicher sichtbar. Das Ziel ist es, dass wir durch dieses Projekt den Ausbildungsberuf sowie die Arbeitsweise für die jungen Leute attraktiver gestalten und sie sich zuge der Ausbildung die digitale Kompetenz erreichen können. Ich hoffe, dass ich in der Kürze Ihnen die Schwerpunkte darstellen kann und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann haben wir Frau Gladys Abur mit Man Standing Up for Gender Equality Lessane aus Hamburg. Guten Tag. Weibliche Genitalverstümmelung kann töten. Mädchen leiden extrem darunter. Mütter, die getroffen sind, leiden extrem darunter. Bei Lessane haben wir unterschiedliche Projekte, um Frauen zu empowern, aktiv zu werden für sich selbst und für ihre Kinder. Ein von diesen Projekten ist Men Standing Up for Gender Equality. In dem Projekt schulen wir Männer mit Migrationshintergrund, Männer aus den afghanischen Communities, arabischen Communities, afrikanischen Communities über Frühzwangsheiratung, die Folgen von weiblicher Genitalverstümmelung, die Herausforderungen für Kinder, für Mädchen, für Mütter und dann, wie die Männer damit umgehen können, wenn sie in ihren Communities sind. Danach arbeiten wir Workshop-Aktivitäten, wie man Communities Organizing macht, wie man mit Männern arbeiten kann, damit Männer offen werden für solche Themen, die sehr tabu sind in den Communities, worüber man gar nicht redet. Wenn Männer in den Communities sind, sie arbeiten mit weiteren Männern und versuchen, diese Männer zu sensibilisieren. Und dadurch werden diese Männer aktiv in ihren Communities und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass meine Frau so leidet. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter so leidet. Und die setzen sie sich dafür, dass Mütter in den Familien und Mädchen geschützt werden. Und ich habe diese Schutzbrief in Hamburg entwickelt. Und wir verteilen das in den Communities. Damit, das ist der Beweis, dass FGM verboten ist in Deutschland oder in Hamburg. Und so setzen wir uns dafür ein, dass Mädchen geschützt werden. Dankeschön. Dann bitte ich als nächstes Frau Silke Weber von der Hochschule Kaiserslautern, Institut für Entwicklung durch Qualifizierung mit Equal. Vielen herzlichen Dank. Ja, und auch danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch gerade ganz schwer beeindruckt, ob dieser vielen tollen Projekte. Ja, unser Projekt AIM steht nicht nur für geflüchtete MINT-Akademikerinnen in den Arbeitsmarkt, sondern es bedeutet auch gleichermaßen Beratung und Begleitung, Qualifizierung und vor allen Dingen auch Vernetzung von Frauen. Wir bieten bereits seit 2007 Qualifizierungen für zugewanderte MINT-Fachkräfte an, mit sehr großem Erfolg. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben den Einstieg in den Arbeitsmarkt geschafft und das umfänglich von 80% oder teilweise sogar über 80%. Und wir möchten mit diesem Projekt AIM einfach an diesen Erfolg anknüpfen und haben da ein Konzept entwickelt, das eben auch Frauen mit Familienpflichten von diesem Erfolg partizipieren können. Wir haben ein Konzept in Teilzeit mit Blended Learning Angebot und sodass Präsenz und Online-Lehre miteinander kombiniert werden. Entscheidend für den Einstieg in den Arbeitsmarkt ist vor allen Dingen auch das Kennenlernen des deutschen Arbeitsmarktes, Kontakte knüpfen, den Kontakt zu Unternehmen herzustellen. Das tun wir teilweise durch ein Mentoring-Programm, aber auch durch den Besuch von Fachmessen beispielsweise oder auch andere Messen, sofern uns das dann wieder möglich sein wird. Aber auch hier haben wir schon Online-Formate probiert und das funktioniert ganz gut. Ja, und letztendlich ist es uns auch sehr wichtig, Erfolge sichtbar zu machen und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir hier auch von der Jury ausgewählt worden sind, denn so können wir wieder nach draußen gehen und können auch vor allen Dingen den Erfolg unserer Frauen wieder kommunizieren und zeigen. Ja, und mit AIM
ja, das ist der Beitrag der Hochschule Kaiserslautern für Integration. Dann bitte ich jetzt Frau Delia Yildirim von der Akademie der Polizei Hamburg. Ja. Moin, moin. Hört man das ja, ne? Ich bin 40 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Ich bin seit knapp 20 Jahren Hamburger Polizeibeamtin und verfüge über einen türkischen Migrationshintergrund. Bis vor wenigen Wochen war ich mitverantwortlich für die Nachwuchsrekrutierung, insbesondere für die Einstellung von jungen Frauen, die selbst einen Migrationshintergrund haben. Dieses Projekt verfolgte ich voller Ehrgeiz und Idealismus 8 Jahre lang. In meiner jetzigen Tätigkeit unterstütze ich die Zusammenarbeit zwischen der Polizei Hamburg und den Migrantenorganisationen und setze mich täglich dafür ein, ein friedliches und vor allem respektvolles Miteinander zu fördern. Mein persönliches Anliegen bei der Nachwuchsrekrutierung war, Frauen, die einen ähnlichen Lebenslauf wie ich aufweisen, für den Beruf und seine einhergehenden Chancen zu begeistern und zu motivieren. Neben der Prüfung der allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen spielte hier die emotionale und vor allem persönliche Begleitung eine Hauptrolle für mich. Im Zuge dieser Arbeit kann ich heute mit großer Freude feststellen, dass mittlerweile 79 Nationalitäten in der gesamten Belegschaft der Hamburger Polizei vertreten sind und unsere Arbeit endlich Früchte trägt. Danke. So, und wer heimlich mitgezählt hat, wird festgestellt haben, das waren 9 Projekte, also fehlt uns noch eins. Und zwar bitte ich jetzt noch Frau Bijin Al-Hassan für Lernen mit Bijin. Hallo, ich habe die Facebook-Gruppe Lernen mit Bijin gestartet. In diese Gruppe bringe ich den geflüchteten Frauen aus Nordostsyrien Deutsch bei und unterstütze sie bei allen alltäglichen Fragen in Deutschland, wie zum Beispiel Anerkennen der Unterlagen, Voraussetzungen, Ausbildungsvoraussetzungen oder auch Termine bei den Behörden. Ich möchte durch diese Gruppe den Frauen helfen, Hoffnung geben, Mut geben. Sie helfen, dass sie sich wohl in Deutschland fühlen, um gut anzukommen. Vor 6 Jahren war ich an einem sehr ähnlichen Punkt und musste mir das Wissen selber aneignen. Ich habe es geschafft und ich möchte sagen, dass die es auch schaffen können und dass die Sprache die Hauptvoraussetzung ist, um gut anzukommen in einem Land. Und deswegen möchte ich mein Wissen weitergeben. Dankeschön. Alles sehr beeindruckend. Vielen Dank für die Präsentation. Jetzt ist natürlich, möchte man natürlich wissen, was haben die Jurymitglieder? Die möchte ich Ihnen ganz gerne noch mal vorstellen. Wir haben es schon gehört, Herr Kedira kann nicht dabei sein. Ich hoffe, er schaut zu, in Quarantäne, vorsorglich. Und die vor Ort sind, wir fangen an. Seit diesem Jahr neu dabei und gerade frisch im Amt bestätigt die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker. Dann die Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung, Frau Prof. Dr. Naika Furutan. Den Gründer und Geschäftsführer der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention und Autor ist er auch, Herr Ahmad Mansur. Und der Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit AD und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge AD. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, ehrenamtlicher Präsident der Johanniter-Unfallhilfe und der Juryvorsitzende des Nationalen Integrationspreises der Bundeskanzlerin, Herr Dr. Frank-Jürgen Weise. So, bevor wir jetzt quasi direkt zur Preisverleihung übergehen, starten wir eine kleine Podiumsdiskussion, um einfach dieses Thema noch ein bisschen zu bearbeiten, anzugehen. Und ich würde ganz gerne, auch wenn Sie es vorhin schon angedeutet haben, Frau Wittmann-Maus, dieser Schwerpunkt auf Frauen, Sie haben es in der Rede ein bisschen angedeutet, aber warum war Ihnen das in diesem Jahr so wichtig? Also der Fokus Frauen stärken des diesjährigen Preises schafft ja zweierlei. Einerseits die Sichtbarkeit der Leistungen von Frauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es
gleichzeitig auch wiederum Motivation ist für andere, diesen Weg auch zu gehen und zu sehen, jawohl, man kann es schaffen und dadurch weitere Verbündete auf und für diese Arbeit zu gewinnen. Das sind schon mal zwei wichtige Ziele. Es kommt aber auch darauf an, zu zeigen, wie wirksam eigentlich die Arbeit von Frauen für unsere Gesellschaft ist. Ich glaube, unbestritten und sehr schnell kommt einem der Eindruck, na ja klar, wenn die Frauen hier ihren Weg gehen, wenn sie ihre Potenziale einbringen können, dann hat es eine positive Aufstrahlung auf die ganze Familie. Frauen sind ja sowas wie der Motor der Integration. Das wirkt auf ihre Partner, es wirkt auf ihre Kinder, es wirkt auf das ganze familiäre Umfeld, weil sie Rollenvorbild sind, an dem andere sich orientieren. Also die Wirksamkeit in die Gesellschaft ist durch die Familie schon von vornherein gegeben. Aber diese Wirksamkeit ist auch notwendig und wichtig herauszustellen für unsere Gesellschaft in elementaren Bereichen, von denen wir profitieren. Wenn wir uns mal anschauen, was Frauen auf dem Arbeitsmarkt beitragen, beisteuern. Frauen, gerade mit Migrationshintergrund, haben in der Corona-Krise enormes geleistet. Sie sind, wenn man so will, in vielen Bereichen ja systemrelevant, weil sie in genau den Bereichen auch vielfach beschäftigt sind. Sei es in der Pflege, sei es im Handel, sei es bei den Dienstleistungen, in der Gastronomie, in vielen Bereichen, wo wir sie brauchen. Und wenn ihre Integration gelingt, dann ist es wiederum wichtig, auch für andere Berufe, wenn ich an Erzieherinnen und Erzieher denke, an Pädagoginnen und Pädagogen, die wiederum Partnerinnen im Alltag haben, um ihre Arbeit erfolgreich bewältigen zu können. Und das Ziel des Preises ist im Grunde klar. Wir wollen, dass Menschen das Beste aus sich und ihren Fähigkeiten in unserem Land machen können. Egal, ob sie einen Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte haben oder nicht. Und dazu brauchen sie Vorbilder und sie brauchen unsere Unterstützung. Und beides leistet der Preis. Er macht die Vorbilder sichtbar und zeigt, welche Unterstützung man in diesem Land genau von solchen Frauen und solchen Initiativen erhalten kann. Mansur, Sie engagieren sich ja stark für Frauenrechte und das Aufbrechen patriarchalischer Strukturen. Würden Sie sagen, haben es Mädchen und Frauen dann geschlechtsbedingt schwerer, sich in der deutschen Gesellschaft zu integrieren oder vielleicht sogar manchmal leichter als junge Männer oder Jungen? Kommt drauf an. Ich hoffe, es funktioniert. Also in meine Projekte treffe ich auf Menschen, die neu in Deutschland sind, in den letzten Jahren dazugekommen, vor allem in Willkommenklassen, aber auch in vielen Asylheimen, in Schulen, und da treffe ich sehr unterschiedliche Menschen. Ich treffe Frauen wie Männer, die links schon freiheitorientiert sind, und ich treffe Menschen, die durch die Integration und die Migration gewisse Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, hier anzukommen. Ich habe es vor 16 Jahren selber erlebt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in einem WG wohnte und meine Mitbewohnerin kam abends zu mir und meinte, ich muss morgen putzen, weil ich dran bin. Und ich musste mit mir erstmal kämpfen, warum ich als Mann putzen muss. Diese Prozesse muss ich durchmachen. Das ist lustig, aber es war für mich nicht einfach. Das sind Sozialisation, Werte, die ich nach Deutschland mitgebracht habe, die mir am Anfang es schwer gemacht haben, hier anzukommen. Und das merke ich bei vielen, vielen Menschen, mit denen ich arbeite. Männer haben in Deutschland was zu verlieren. Dann, wenn sie selbstbestimmt leben wollen, wenn sie Gleichberechtigung auch akzeptieren und danach leben, verinnerlichen, dann müssen sie ganz viel von ihrer Macht aufgeben und teilen mit der Frau. Wir müssen aber diese Menschen gewinnend erreichen und ihnen klar machen, dass dieser Verlust eine ganz viele Gewinn mit sich bringt. Und das musste ich selber auch machen. Und ich bin absolut überzeugt, dass Integration erstmal die Verinnerlichung dieser Werte, die aus dem Grundgesetz resultiert sind. Und das ist für mich eine Chance. Eine Chance für mich, eine Chance für meine Frau und eine Chance für meine Tochter, selbstbestimmt zu leben. Es ist nicht immer einfach. Integration ist auch nicht eine Arbeit, die man in 5 oder 6 Jahren schafft. Es sind individuelle Prozesse, die dauern enorm lange.
bei manchen. Manchen brauchen weniger Zeit, aber wir brauchen eine Gesellschaft, die diese Menschen begleiten. Wir brauchen Vorbilder, wie in Ihrem Projekt. Wir brauchen Vorbilder, wie bei Ihnen, bei der Polizei Hamburg. Menschen, die sichtbar machen, auch Menschen mit Migrationshintergrund, können anders denken. Sie müssen diese Ihr- und Wir-Debatte und Gefühle, die wir in diesem Land haben, einfach abbrechen und zeigen, es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die sind für Gleichberechtigung. Sie definieren ihr Selbstwertgefühl, ihre Ehre nicht durch die Kontrolle der Sexualität der Frau. Sie haben kein Problem, dass ihre Frau arbeiten geht, dass ihre Tochter mit 18 oder 19 einen ganz anderen Weg geht als ihre Eltern. Das ist verbunden mit Identitätsverlust, Ängste. Menschen, die hierher kommen, bringen, wie gesagt, die Werte mit. Und manche sind bereit, diese Werte in Frage zu stellen, zu reflektieren, was sie eigentlich von Deutschland wollen, was sie in Deutschland wollen. Und manch anderen müssen mit diesen Ängsten kämpfen. Und wir müssen diese Menschen begleiten. Begleiten bedeutet gewinnend mit denen arbeiten, auf Augenhöhe, nicht belehrend sein, sondern auf ihre, mit ihrem Tempo, mit ihren Bedürfnissen, mit das, was sie mitbringen, arbeiten und versuchen, diese Menschen für diese Gesellschaft zu gewinnen. Integration ist erst geschaffen, wenn die Menschen, die dazugekommen sind, diese Gesellschaft nicht als Risiko für sich und ihre Familie begreifen, sondern als Chance und als Bereicherung. Frau Reker, Sie als Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, gerade wieder frisch im Amt, bestätigt, das ist eine Stadt, die 40% der Menschen haben dort einen Migrationshintergrund. Also das Thema Integration, denke ich, steht immer sowieso ganz oben auf Ihrer Agenda. Wie sieht es dann bei Ihnen aus mit der Förderung von Frauen? Wie ist das bei Ihnen in der Praxis umgesetzt? Also erstmal wäre ja Köln so weltoffen und vielfältig. Es ist ohne Integration gar nicht denkbar. Wir haben das Glück als 2000 Jahre alte Handelsstadt, dass immer viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern zu uns gekommen sind und wir verfügen über einen Genpool, den es woanders gar nicht gibt. Das hat uns geholfen 2015, 2016 bei der Unterbringung von Geflüchteten. Wir haben über 30 Willkommensklassen eingerichtet und da setzen wir natürlich jetzt auf jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, das zu uns gekommen ist. Die Frauen sind ja eine Identifikationsfigur in ihrer Familie und ein Motor in der Familie dafür, wie Lebensgewohnheiten umgesetzt werden. Und ich mag das kurz erzählen. Ich war 2006 zum ersten Mal in diesen Räumen und bin auch immer davon beeindruckt. 2006 war der erste Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin. Und ich war damals Sozialdezernentin im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen und hatte ein Integrationskonzept gemacht und durfte das vorstellen, wo es um die Frau ging. So lange ist das her, dass man sieht daran, Integration ist ein Prozess und wir brauchen dafür insbesondere auch die Frauen, gerade die Frauen auch, die selbst aus einer Lebenswirklichkeit kommen und selber eine Migrationserfahrung gemacht haben, die sie dazu befähigt, Lebensverhältnisse zu reflektieren, eine andere Rolle anzunehmen und Vorbild zu sein für die, die sich das wünschen, sich zu entwickeln, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich politisch zu engagieren, sich gesellschaftlich zu engagieren. Wir haben viele Frauen, die das tun als Sprachmittlerinnen, als Stadtteilmütter und die dann in ihren Communities über eine hohe Akzeptanz verfügen. Und die lassen einfach auch nicht nach, die arbeiten hartnäckig daran mit, dass ihre Kinder, nicht nur ihre Töchter, sondern ihre Kinder, sich hier in dieser Gesellschaft als wirklich engagierte Bürgerinnen und Bürger benehmen. Also es gibt keinen Erfolg ohne Frauen, egal ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte. Dankeschön. So, jetzt wäre eigentlich Herr Khedira, wenn er hier gewesen wäre, wäre dran gewesen, aber das ist, er war so nett und hat uns quasi trotzdem erhört oder hat uns geantwortet. Die Frage an ihn wäre gewesen, weil er ja nun ein Vorbild ist im Sport,
Es ist ein Mensch, der sein Potenzial ausschöpft und Großes vollbringt. Worauf kommt es an, damit Menschen ihr Potenzial erkennen und ausschöpfen? Und vielleicht hat er ja auch einen Hinweis für Mädchen und Frauen, wie es bei denen auch gelingen könnte. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir die Antwort hören. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich erstmal entschuldigen, nicht vor Ort zu sein, bei Ihnen zu sein. Es hat seinen Grund. Der Coronavirus, wie Sie wissen, ist überall auf der Welt verteilt und somit auch in Turin. Wir hatten in den letzten Tagen im entfernten Kreis ein oder zwei positive Fälle. Deswegen müssen wir als Mannschaft erstmal uns 3-4 Tage in Quarantäne begeben. Uns geht's gut, es ist auch nichts im Team, aber wir müssen erstmal jetzt 2-3 Tests absolvieren, damit wir wieder unter Menschen können. Deswegen kann ich leider heute nicht in Berlin bei euch sein, was mich sehr, sehr traurig macht. Zu der Frage zur Potenzialausschöpfung. Ja, es war schon immer so, dass ich gefördert worden bin und unterstützt worden bin, allerdings auch selber erkannt habe, dass ich viel dafür tun muss. Und wie man das macht, ist einfach, habe ich auch über die Jahre gesehen, man muss sich viel Wissen aneignen, man muss neugierig sein, man muss das lieben, was man macht, man muss emotional dabei sein, aber auch Rückschläge akzeptieren. Ja, ich denke, kein Weg geht immer steil bergauf, es wird immer wieder Rückschläge geben, man wird immer wieder hinfallen. Aber wichtig ist, dass man aufsteht. Und wie ich es eben erwähnt habe, Menschen brauchen Unterstützung. Menschen müssen gefördert werden, damit sie ihr Potenzial auch voll ausschöpfen können. Und bei den Projekten, die wir jetzt auch gesehen haben, bei den nominierten Projekten, geht es um Potenzialentfaltung. Und die Frau Shevci ist dafür, glaube ich, beispielhaft mit ihrem Projekt Integrator. Weil da sieht man, wie wichtig die Relevanz von Bildung ist. Ja, dass man dort sein Potenzial voll ausschöpfen kann, dass die Leute gefördert werden. Das ist großartig und wirklich auch ein Exempel dafür, was man tun kann und auch tun sollte, um Menschen erfolgreich zu machen. Natürlich sollten auch Mädchen und Frauen speziell ermutigt werden, weil meiner Meinung nach braucht jedes Unternehmen, jedes Team braucht junge Mädchen, braucht Frauen, weil sie einfach nochmal ein anderes Gefühl haben, spirituell anders, nicht nur vom Äußerlichen her, von der Stimme her, sondern sie wirken einfach auch anders, sie haben ein anderes Gespür für Menschen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass auch in jedem Team, in jedem Unternehmen zahlreiche Frauen, motivierte Mädchen da sind, weil wir Männer wissen auch nicht alles und brauchen definitiv die Frauen. Deswegen gibt Gas, seid da und ihr werdet definitiv unterstützt und unterstützt sie auch. Die Bildung ist letztendlich auch da für das, was man dann auch ausführt im Beruf. Ja, das ist elementär wichtig. Und die Berami Berufliche Integration e.V. Steht dafür, ja, weil sie einfach eine Vielzahl von Frauenprojekten hat, wo sie Tausende von Frauen unterstützt, fördert und ihnen einfach auch hilft, ihre ersten Schritte im Berufsleben zu gehen und, ja, was soll ich sagen, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung macht Frauen stark, lässt sie wachsen und ich glaube, das ist unheimlich, unheimlich wichtig und heutzutage können Mädchen und Frauen wirklich alles erreichen. Ein kurzes Beispiel zum Fußball. Man hat Rückschläge, man spielt nicht, man verliert ein Spiel, man trifft das Tor nicht, aber dranbleiben, hartnäckig bleiben, mit der nötigen Emotion, mit dem nötigen Spaß, dann glaube ich und weiß ich auch, dass Mädchen und Frauen eine großartige Zukunft vor sich haben. In diesem Sinne, liebe Grüße, euer Sammy. Das hat er mit Absicht gemacht, weil im letzten Jahr habe ich ihn nicht erkannt im Anzug und jetzt weiß ich gleich, ah ja, okay. Ne? Das ist Frau Professor Furutan, Sie sind Integrationsforscherin und haben einen besonderen Fokus auf das Thema Identität und Hybridität. Vielleicht können wir das erstmal einmal erläutern, was es genau damit auf sich hat, bevor ich dann meine eigentliche Frage stelle. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht
kann ich auch einmal kurz sagen, dass das immer ein ganz besonderer Moment ist, dieser Tag, wenn wir als Jury über Wochen uns die Projekte anschauen, zusammenkommen, diskutieren, aussuchen und dann plötzlich in diesem Raum sitzen und die Köpfe und Gesichter dahinter sehen, dann ist noch mal ganz klar geworden, wie besonders und speziell die Personen sind, mit welcher Kraft und mit welcher Energie sie ihre Arbeit machen. Das spürt man ja dann quasi förmlich im Raum. Also vielen Dank für die Arbeit, die Sie uns machen, dass wir Ihre Projekte lesen dürfen und dass wir Sie danach auch live sehen dürfen. Und natürlich vielen Dank an die Staatsministerin und die Bundeskanzlerin dafür, dass Sie überhaupt den Raum geschaffen haben, dass wir über solche Projekte sprechen können und eben im realen Kontakt und Austausch stehen können. Und zu der Frage, zu der Sie mich sozusagen hinleiten, was hat das mit Identität zu tun, was hat das mit Hybridität zu tun? Identitäten sind natürlich im Laufe eines Lebens immer wechselnd. Sie werden und entstehen durch Sozialisation, durch Familien, durch Religion, durch Werte, wie Ahmad Mansur eben schon gesagt hat, aber natürlich auch durch Austausch mit den Personen, denen man begegnet. Eine Identität ist nie konstant. Sie verändert sich nicht nur über den Lebenslauf, sondern sie verändert sich von Person zu Person durchaus, indem man eben unterschiedlichen Menschen begegnet, die unterschiedliche Erwartungen an einen haben, und auf diese Erwartungen reagiert man. Entweder man reagiert, weil man die Erwartungen erfüllen möchte, oder man reagiert genau durch das Gegenteil, weil man sagt, du erwartest von mir zu wenig, dir werde ich es zeigen. Das ist das, was zum Beispiel Frau Tschiftschi eben gesagt hat, die gesagt hat, ihre Grundschullehrerin hat gedacht, eine Person, die aus so einer Familie kommt, die kann wahrscheinlich kein Abitur machen. Und was passiert? Sie geht in ihre Familie zurück und bekommt zu hören, Mädchen, Kind, du kannst alles machen und wir unterstützen dich. Und jetzt ist sie Medizinerin und unterstützt andere auch. Andere Erwartungen, die wir haben, Frau Masoum ist Ingenieurin, kommt aus dem Iran, hat eben gesagt, ihre Ausbildung hat sie dort bekommen. Hier sitzen wir und fragen uns, was? Frauen können Ingenieurinnen werden? Und was? Im Iran kann man als Frau Ingenieurin werden? Das heißt, wir alle sind auch immer wieder in unserer Identität herausgefordert, neue Bilder zu sehen, zu erkennen, das mit unseren Fremdbildern oder unseren Vorstellungen abzugleichen, uns möglicherweise zu korrigieren oder andere zur Korrektur aufzufordern. Und das haben wir hier in vielen Projekten gesehen und das ist auch ein Weg, den wir in der Jury sehr stark zusammen gehen. Wir merken, dass es wichtig ist, unterschiedliche Positionen einzubringen, sowohl zu schauen, wo gibt es Bilder, die wir korrigieren müssen, die wir ansprechen müssen, wo finden wir, dass bestimmte Formen patriarchaler Strukturen abgelegt werden müssen, sich hier reiben müssen, verändert werden müssen, wo denken wir umgekehrt, sind die Bilder von diesen Menschen, die zu uns kommen oder hier schon länger sind, zu dominant, zu festgeschrieben, zu deviant. Wir denken immer, ach, das ist eine Person mit Migrationshintergrund, toll, dass die das auch geschaffen hat. Und plötzlich sehen wir in einem Raum und nicht nur hier so viele davon, dass wir gar nicht mehr von Role Models sprechen können. Natürlich sind alle, die hier sind, Role Models, aber am Ende des Tages sind wir auch alle sehr viele und wir werden immer mehr. Und dann ist irgendwann der Moment zu sagen, sie ist eine Ausnahme, sie ist eine Ausnahme, sie ist eine Ausnahme, nicht mehr gerechtfertigt, weil es sind viel mehr Menschen da. Und ich glaube, Frau Staatsministerin, Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche, weil Sie jeden Tag mit diesen Menschen zu tun haben. Und die Vorstellung, sie immer als Ausnahme anzusprechen, trägt irgendwann in einer Gesellschaft nicht mehr, wo 40% der Kinder unter 18 einen Migrationshintergrund haben und sich das dementsprechend immer mehr normalisiert. Ich danke also deswegen ganz besonders auch den Projekten, die ich jetzt intensiver betrachten konnte. Das ist das Projekt der Hochschule Kaiserslautern und das Projekt aus Dortmund, weil gerade die auch dazu aufrufen, Bilder im Kopf zu verändern. Sie in Kaiserslautern sprechen gezielt oder suchen gezielt nach MINT-Frauen, nach dieser Personengruppe, die wir in Deutschland immer weniger haben, weil wir denken, die Frauen interessieren sich nicht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technikfragen. Und dann sehen wir, ach wie interessant, aus den Ländern, aus denen jetzt die Frauen kommen, da spielt MINT gar nicht so eine vergeschlechtlichte Rolle. Da lernen sehr viele Frauen genau diese Berufe. Sie tragen also aus Kaiserslautern nicht nur dazu bei, die Frauen in ihre Berufe zu bringen, sondern auch in ihrem Raum diese Bilder im Kopf der Personen, die schon lange hier leben, zu korrigieren.
Und auch Sie mit Ihrem Dortmunder Projekt, Sie haben es eben ganz genauso gesagt, Sie haben eben auch gesagt, bei Permenti holen Sie Frauen, die extrem qualifiziert sind, die oft unter ihren Qualifikationen bleiben und versuchen, die in ihre Arbeit zu bringen. Und selbstverständlich haben Sie da auch diesen Moment der veränderten Rolle, dass man Frauen aus den Regionen nicht immer nur als Opfer betrachtet, sondern als starke Potenziale in diesem Land. Also insofern danke auch an diese beiden Projekte. Es war mir eine Ehre, sie begleiten zu dürfen. Sehr schöne Überleitung auch an Herrn Dr. Weise. Sie haben den Fachkräftemangel in Deutschland im Blick, aber auch die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Und jetzt bin ich beim Gefühlt. Hat man das Gefühl, dass migrantische Frauen da eher unterrepräsentiert sind? Stimmt das? Und wenn ja, wie kann man das ändern? In der Tendenz ja. Allerdings ist der Weg für Frauen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt immer besser geworden. Die praktische Erfahrung aus der Zeit in der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist, dass wenn Frauen arbeiten können, und das muss ja das familiäre Umfeld schaffen und auch gesundheitlich, Arbeit der Integration unglaublich dient. Es wurde mehrmals gesagt, Arbeit schafft eigenes Einkommen, damit Unabhängigkeit, Teilhabe. Die Bevölkerung sieht, dass die Menschen selber einen Beitrag leisten. Und die praktische Erfahrung ist, über den Arbeitsplatz, über den Kontakt mit anderen Menschen, lernt man Sprache, Menschen, Kultur in Deutschland kennen. Und deshalb waren für mich eigentlich diese Beispiele, in dem Fall Tünjes aus Thüringen, Frau Al-Hassan, bezeichnend, weil sie nochmal die Erfolgsfaktoren deutlich gemacht haben. Da geht es darum, vorhandenes Potenzial auszunutzen, sich auch irgendwann von denen, die betreuen, befreien. Und selber das Schicksal in die Hand nehmen, Erfolg haben. Und was ich sehr schön finde, wenn man erfolgreich ist, dann wiederum ans Allgemeinwohl denken. Diese Kombination, die ist gut im Arbeitsmarkt, übrigens bei den jungen Menschen, jungen Frauen. Da würde ich sagen, ist es ganz klar erkennbar, dass sie sich sogar an die Spitze der Entwicklung im Sinne von guten Schulnoten, von Leistungsfähigkeit, von Ehrgeiz setzen. Aber in der Summe ist es sicher so, dass die familiäre Situation noch dazu führt, dass Frauen aus diesen Bereichen noch etwas unterrepräsentiert im Arbeitsmarkt sind. So, jetzt hat Ihnen ja die Bundeskanzlerin eigentlich ihren Showauftritt vorhin ein bisschen genommen, denn jetzt wären wir bei der Verkündung der Gewinnerin des heutigen Nachmittags. Ich weiß nicht, Herr Weise, wollen Sie es trotzdem nochmal übernehmen? Mache ich sehr gerne, denn die Feststellung erstmal, und das war jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen ja schon angedeutet, alle, die da sind, sind Gewinner. Ja. In jeder Hinsicht. Sie schaffen Bilder im besten Sinne, sie sind persönlich Vorbilder und beschreiben sehr unterschiedliche Situationen. Und das wollen wir ausdrücklich sagen, das gilt übrigens auch für die, die jetzt nicht hier sind, aber die teilgenommen haben. Sie haben unsere engagierte Diskussion im Film gesehen. Die Unterschiede sind sehr klein, aber es geht ja wirklich darum, für die Bundeskanzlerin Beispiele zu benennen, die im besten Sinne der deutschen Sprache Vorbilder sind und damit eine Orientierung für andere. Und ich habe dann die Freude, unter der Auswahl ganz großartiger Menschen, ganz großartiger Projekte, Frau Bijing Al-Hassan als Gewinnerin des Integrationspreises der Bundeskanzlerin vorzustellen. Ja, damit wir uns alle mal ein Bild machen können, wie Frau Al-Hassan Wissen vermittelt, schauen wir uns jetzt mal an, wie sie arbeitet.
um wie viel Uhr? Wacht es wegen um Periwe dann im Halfjahr ist der Malker, als es anderem in Uarna. Mit meinem Projekt, mit Lernen mit Bijin, bringe ich die Frauen nicht nur Deutsch bei, sondern versuche ich auch Möglichkeiten über Ausbildung, über Studium. Gut informiert sind, dass sie wissen, dass sie das machen können. Und wenn ich das gemacht habe, dann können die das auch machen. Und genau deswegen wollte ich erstmal auf Kurdisch meine Videos aufnehmen, mit denen auf Deutsch und auf Kurdisch sprechen, damit sie erstmal die Basics und die Grammatik auf Deutsch verstehen und beherrschen. Wenn man die Sprache des Landes kann, wird man automatisch sich zu Hause fühlen oder wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Frauen oder allgemein Geflüchtete in Deutschland wissen nicht, dass sie sehr viele Möglichkeiten hier haben, dass Deutschland viele Angebote für sie anbietet. Man muss Frauen Chancen geben und versuchen, sie zu erreichen, mit denen zu sprechen. Ja, Bijin Alhassan ist eine absolut große Bereicherung für unser Team, für Fachkräfte für Hamburg, auch für die ganze KWB. Sie hat zum einen unglaublichen Pragmatismus, verbunden mit einer großen Sensibilität. Sie ist wahnsinnig fachkompetent. Sie spricht fließend Arabisch, Kurdisch, Deutsch und Englisch und man verbringt einfach total gerne Zeit mit ihr. Sie ist einfach wahnsinnig nett. Ich habe meine Masterarbeit im Bereich Personal geschrieben und das hat mir beigebracht, wie ich mit den Menschen umgehen kann. Ich habe auch ehrenamtlich jahrelang als Dolmetscher gearbeitet und das hat mir natürlich auch mehr Ahnung gegeben, was die Frauen für Probleme hier haben. Als ich Deutsch angefangen habe zu lernen, war ich nicht so selbstbewusst wie jetzt und ich wusste nicht, was für Chancen ich habe in Deutschland. Je mehr ich Deutsch gesprochen habe, desto mehr ich selbstbewusster war, desto mehr ich das Gefühl gehabt habe, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und ich kann auch dieser Gesellschaft was geben. Das Projekt Lernen mit Bijin ist wie ein Kindergarten, so Preschool ist das. Erstmal lernen die ein bisschen Grammatik für die, die gar kein Deutsch können, weil ich habe wirklich mit A1 angefangen. Und dann gibt es eine Basis und das ist mein Ziel. Und dann, wenn die zur Schule gehen, sind sie selbstbewusst. Die haben keine Angst, um anzufangen zu sprechen. Und dann kommt die Frage, ja, jetzt habe ich B2, was mache ich jetzt? Was sind meine Möglichkeiten in Deutschland? Und ich so, ja, die Tür ist auf. Du hast viel zu viele Möglichkeiten. Du darfst alles machen, was du möchtest. Und das alleine gibt es mir so ein schönes Gefühl am Ende des Tages, dass ich, ja, alleine eine Frau, wenn ich weiß, dass eine Frau jetzt eine Ausbildung machen wird oder studieren wird, mein Tag ist einfach, ich habe mein Ziel erreicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die Ehre, die Würdigung der Bundeskanzlerin für die Preisträgerin vorzunehmen. Liebe Frau Alhassan, zwei Dinge sind besonders wichtig für den Integrationserfolg von Frauen. Sprachkenntnisse und Selbstbewusstsein. Sie haben das gerade noch einmal im Film gesagt. Frau Bijin Alhassan ist fest davon überzeugt, dass beides eng zusammenhängt. Sie selbst hat hier erlebt, welche Chancen sich eröffnen, wenn man die Sprache lernt. Sie selbst hat erfahren, wie Sprachkompetenzen helfen, einen vielversprechenden Weg zu finden und zu gehen. Diese Erfahrung will sie weitergeben. Sie will andere Frauen stark machen. Dafür hat sie im März ihren Online-Sprachkurs Lernen mit Bijin gestartet. Dieses Projekt kam genau zur rechten Zeit. Als nämlich Corona-bedingt viele Deutschkurse ausfielen, war Frau Alhassan mit ihrer Initiative zur Stelle. Und zwar mit Angeboten, die so mitreißend, so erfrischend, so lebensnah sind, dass sich in großer und kürzer Zeit eine große Teilnehmerschar gefunden hat, die mitgemacht hat. Kein Wunder, denn Sie, liebe Frau Alhassan, vermitteln viel mehr als deutsche Grammatik. Sie vermitteln Frauen auch den Glauben an sich selbst und den Mut, ihre Chancen zu ergreifen. Sie sind ein wunderbares Vorbild für Frauen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Bundesverband der Deutschen Industrie haben Lernen mit Bijin also aus gutem Grund für den Nationalen Integrationspreis vorgeschlagen. Ein Vorschlag, der die Jury überzeugt hat und
Die Bundeskanzlerin und ich können diese Entscheidung nur begrüßen. Herzlichen Glückwunsch zum Nationalen Integrationspreis im Jahr 2020. Denn ich glaube, wir alle sind irgendwie neugierig, wie kamen Sie denn, Frau Al-Hassan, auf diese Idee? Was hat es ausgelöst? Warum startet man ein solches Projekt und warum gerade dann? Ich habe in der Corona-Krise angefangen, in April. An der Zeit habe ich überwiegend im Homeoffice gearbeitet und ich habe an Frauen gedacht. Die Frauen, die jetzt nicht mehr zur Schule gehen können und Deutsch lernen oder die überhaupt nicht mal noch nicht zur Schule gegangen sind. Und an der Zeit habe ich gedacht, ja, ich habe es jetzt, ich kann Deutsch und ich kann genau auf Kurdisch das erklären. Ich kann meine Videos zeigen und von mir, also Deutsch, von Kurdisch auf Deutsch klären oder über Ausbildung, weil ich durch meine jetzige Arbeit natürlich viel Erfahrung im Arbeitsmarkt habe und weiß, was bestimmte Berufe von Voraussetzungen haben. Und Sprache ist, wie gesagt, die Hauptvoraussetzung. Und um selbstbewusst zu sein und um zu arbeiten zu können, ist die Sprache der Schlüssel. Und deswegen habe ich gedacht, ja, die sind unterwegs über Facebook. Warum denn nicht eine Facebook-Seite? Und dann habe ich die Facebook-Gruppe gestartet und habe sie einfach Lernen mit Bijin genannt. Und durch so Mund-zu-Mund-Propaganda haben andere Frauen eingeladen zu dieser Gruppe. Und jetzt mittlerweile habe ich 300 Teilnehmer und bin sehr happy, wenn ich jeden Tag eine Nachricht finde, weil ich so viele Nachrichten bekomme, privat über Messenger sogar, mit, ja, kannst du bitte das für mich lesen, kannst du das übersetzen, ich habe in Syrien das gemacht, wie würde ich jetzt das anerkennen, wie ist denn weg, ich habe das alles gemacht seit 2014 bis jetzt, ich bin in 2014 erst nach Deutschland gekommen und ich habe hier studiert und die Sprache gelernt und wenn ich das mache, wie gesagt, die können das auch machen und so habe ich mit der Facebook-Seite angefangen und ich bin sehr dankbar, dass ich den Preis jetzt bekommen habe, ich freue mich sehr hier zu sein und es ist eine Ehre für mich, Dankeschön. Damit sind wir tatsächlich am Ende. Es war ein sehr beeindruckender Nachmittag. Ich bin auch froh, Teil dieses Nachmittags sein zu können. Beeindruckende Geschichten. Ich komme mit sehr vielen guten Nachrichten nach Hause und ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Von daher herzlichen Dank für diesen Nachmittag. Ihnen allen nochmal Gratulation, vielleicht nochmal durch einen abschließenden Applaus und dann entlasse ich Sie alle.